Wir sind jetzt hier an der Straße, kurz vor Zell an der Mosel. Und da hat uns wer aufgespürt? Mein Vorname ist Heinrich. Der Heinrich Heinrich. Ah, und? das passt ja zum Heinrich Mack, oder? Heinrich und? Sie heißt Susette. Susette. Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und du stammst ab von einer Ja, Schaustellerfamilie? mein Opa schon, also mein Opa, mein Uropa schon, ja. Und meine Oma ist eine geborene Schneider aus Erfurt. Damals vor dem Krieg, ja. Das hat sich dann zusammen. Schneider ist ja ein Begriff aus Erfurt, war damals Zirkus. Mir leider nicht. Ja, gut. Als eine alte Zirkusfamilie. Also ein Schausteller. Schausteller, ja. Schausteller. Ja. Meine Opa hat damals mit einer Gundelweinraube angefangen. Die war ja aus dem Osten, Gundelwein. Und ja, ich bin dann halt, wie gesagt, vor 68 Jahren im Wohnwagen geboren, mehr oder weniger. Und das sah so ähnlich aus wie der hier. 5 Meter, ja. 5 Meter Oberlichtwagen. Ja, Quietschbiene. Quietschbiene. Beachbiene, Beachbiene. Beachbiene, Beachbiene, das sind diese Lattenwegen. ja. Ja. Nutenfeder, ne? Ah ja, okay, Nut und Das Feder. wurde ja lasiert, ne? Mhm. Musste jeden Winter musste das Ding abgeschliffen werden, lasiert werden, neu lackiert werden. Jeden Winter. Da hattet ihr also ein Winterquartier. Meine Eltern hatten in Kaiserslautern ein Haus und wir hatten noch einen anderen Zweig. Wir waren nicht nur Schausteller. Ah ja, aber ihr seid dann im Frühjahr losgefahren oder wie muss ich mir das vorstellen? Fastnachtskerbe, Fastnacht raus, erst einmal, dann wieder zurück, danach Ostern und von dort an bis Oktober Auf der Straße. unter Straße. Und In so einem Ding drin. ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wenn Sie dann in die Schule kommen. Gibt es Schule, da hieß es dann, der lernt ja eh nichts, sitzt mal ganz nach hinten. Ja, wie war das mit der Schule? Schulbesuchsausweis. Überall Mittwoch Fahrtag, Donnerstagmorgen dann in die Schule angemeldet, bis zum nächsten Dienstag, Dienstagmorgen bzw. Dienstagmittag Feierabend, Dienstagabend abgebaut, die komplette Nacht durch, auch damals als Schul. Wir mussten hier mitarbeiten. Da hieß es nicht Kinderarbeit. Nee. Am Mittwochmorgen ist der ganze Tross ist abgehauen. Wie weit seid ihr dann gefahren? Das weiteste war von Kaiserslautern aus Hamburg. In wie vielen Etappen ungefähr, weißt du das noch? Hamburg, ja, das war also nicht fast eine Woche. Wir haben ein Stück durchgefahren nach Hamburg. Ja, in einer Woche. Tag für Tag. Tag für Tag. Und wie war das dann mit der Schule? Unterwegs, wenn wir lang genug waren, 3, 4 Stunden in eine Schule, egal wo. Wie viele Schulen hast du besucht? 287. Aber nicht, muss dazu sagen, nicht immer die, also 287 sind nicht verschiedene, sondern man muss es so sehen, wir waren ja jedes Jahr bei Kirmes immer wieder am gleichen Ort. Aber 287 Mal die Schule gewechselt, in dem Sinn. Wie war denn das dann, wenn man dann wieder reingekommen ist in die Schule, so nach einem Jahr? Man hat gewisse Menschen gekannt, beziehungsweise Schulkameraden, und war kein Problem. Es gab auch Schulen, wo man mit Freude hingegangen ist. Da kann ich eine Schule nennen, das war in Lamsheim, beziehungsweise da waren es 3 Schulen.
erste bis dritte Klasse, dann vierte bis sechste Klasse und dann ab sechste Klasse bis, ich habe ja nur 8 Jahre gemacht, mhm. aber in dem Sinn 9, war das Kurzschuljahr drin. Mhm. Und da gab es einen Lehrer, der hieß Haubruck, damals in Lamsheim, und dem habe ich eigentlich sehr viel zu verdanken. War immer am ersten Wochenende im September diese Kirmes und da habe ich sehr gute Erinnerungen. Ja, schön. Ja, er hat mich auch damals dorthin gebracht, wo ich dann hin wollte. Nämlich? Ich hätte ja normalerweise sollen auf eine Schule gehen, auf ein Gymnasium. Aber Sie wissen selbst, hat damals Geld gekostet. Schausteller haben nicht viel Geld. Damit ist es mir verwehrt worden. Ja, und dann hier habe ich gesagt, wie ich aus der Schule kam, ich möchte einen Beruf lernen. Mhm. Hat mein Vater gesagt, nein. Bin ich abgehauen. Zu meiner Oma, zurück nach Kaiserslautern, ins Haus. Und dann habe ich Autoschlosser gelernt. Auf Borgwarden DKW. Mit 14, 15? Mit 14 Jahren. Mit 14. Und das machst du jetzt immer noch? Ich habe dann 2 Berufe gelernt. Mhm. Kfz-Mechaniker und Karosseriebauer. Mhm. Bin dann ins Transportgewerbe eingestiegen. Das war dann das zweite Standbein. Mhm. Aber nicht mehr zurückgegangen zur Schaustellerei? Jeden Samstag, Sonntag. Lässt einen nicht los, oder? Das lässt mich heute noch nicht los. Ich war jetzt mit ihr wieder am Wochenende auf einer Kirmes. Mhm. Guck mal. Die stehen auf. Ich war jetzt mit ihr wieder am Wochenende auf einer Kirmes. Ich kann es nicht. Was war der Grund, dass Sie jetzt da angehalten haben? Ja, Wohnwagen. Sie sind vorbeigefahren, haben das gesehen? Nein, ich bin von so vorne gekommen, habe dann gleich gesehen. Ach, sie sagt ja sowieso, ich hätte meine Auge überall. Ich hätte die Kamera. Also ich muss mir um meinen Hanomag keine Sorge machen, der läuft. Nee, normal nicht. Ja. Das ist ihre? Ja. Wow. Schick. Sehr schön. Wenn ich Ihnen sage, wie das entstanden ist, glauben Sie auch nicht. Ich hatte eine Lebensgefährtin. Meine Lebensgefährtin lebt nicht mehr. Mhm. Und die hat mich, Sie sind ja aus dem Badischen, ne? Ja, mhm. Hört man. Sie sind ja, bei mir zumindest. Sie sind ja aus dem Badischen. Und man sagt ja Gelfiesle, sage ich, ne? Mhm. Ja, so, jetzt kommt's. Es gab mal damals eine Sendung, Baden-Württemberg, freitags werden Wünsche wahr. Mhm. Vom Südwestfunk. Kennen Sie die noch? Das ist auch schon lange her. Mit dem Löwe? Ja. Das ist schon lange her. Ja, kennen Sie die noch? Ja. Aha. Ach, die ist wirklich. Und da hat man mich angemeldet. Ach. Da wurde damals ein Film gedreht, Kälble Backnang. Mhm. Na ja. Weil ich bin ja, muss ich Ihnen zusagen, ich bin verrückt. Ja gut, verrückt sind wir halt alle ein bisschen. Ich kann kein Fahrzeug stehen sehen, das irgendwo im Elend ist. Ich muss dran Hand anlegen. Mhm. Ja? Und das sind die Dinge, die dann so passieren. Und da hat man mich angemeldet bei Südwestfunk und dann wurde ich mit meiner Lebensgefährtin nach Backnang und da kam dann eine Frage auf, Sie haben keine Zugmaschine. Und da seit der Zeit steht meine Zugmaschine dort, wo sie 1957 gebaut wurde. Wird gehegt und gepflegt, ist fahrbereit, ist eine Dauerleihgabe. Wow. Ja, ist doch gut. Weil er muss ja nicht irgendwo verrotten, ne? Ja, eben. Das ist so richtig. Das ist, ja, das
So ticke ich auch. Ja? Ja, ich habe erstens hier dieses Ding läuft, dann habe ich mir ein Akkordeon gekauft für hier in Wagen, eins, das passt. Dann habe ich festgestellt, es ist Nummerino 1, die eigentlich ein Museumsstück ist, ein Edelstück. Da habe ich mir auch überlegt, soll ich die in ein Museum tun? Nö, die spiele ich. Ja. Die ist dazu gebaut worden, dass sie spielen soll. Und dann soll die auch spielen und nicht irgendwo im Museum stehen. Und so ist mit einer Zugmaschine auch. Die freut. Der Hannemack, das merkt man richtig. Wenn ich 2 Stunden fahre, dann merkt man richtig, wie der sich freut, wie er frei läuft. Wenn er warm, ja. Je wärmer er wird und je besser fährt er, das ist dann normal. Umso wohler fühlt er sich. Das merkt man richtig, das spürt man. Ja.